Wie fühlst du dich? I endured Gallowayn's trial and vanquished my equal. The only thing I regret now are the years I wasted viewing this whole thing as a curse. The ostracism was no doubt just another way of Gallowayn forcing me to be stronger. Iravias nickt langsam und lächelt. Hervorragend, sagt er nach einer langen Pause. Er umrundet Scufton mehrmals mit stolzen und entspannten Schritten. Ich habe Gallowayns Prüfung erduldet und meinesgleichen besiegt. Ich bereue einzig und allein all die Jahre, die ich damit verschwendete, dies als Fluch anzusehen. Die Ächtung war zweifelsohne nur ein Weg, Gallowayns mich zu zwingen, stärker zu werden. Den Leichnam untersuchen. Während sich deine Augen entspannen und deine Ohren sich an das Summen des Unsichtbaren gewöhnen, siehst du einen wirbelnden Haufen aus roten und orangenen und gelben Blättern? Der Blätterstumpf liegt auseinander und die Blätter treiben ins Ungewisse davon. Als Katitz Essenz verblasst, siehst du eine Handvoll Iravias umkreisende Herbstblätter, während seine Seele in kühnerem Orange leuchtet. Sind wir hier fertig? We thank thee, Gallowayn, for guiding our hunt. For today we grow strong off the flesh of the weaker. I think we're done here. Fast zumindest, sagt er, während er sich vor Scutins Körper hinkniet, den Kopf senkt und leise zu singen beginnt. Du kannst die Worte seines leisen, feierlichen Gesangs kaum hören. Gallowayn, wir danken dir für die Führung unserer Jagd, denn heute stärken wir uns am Fleisch der Schwächeren. Er sieht auf, streicht sein Waffenrock glatt und lächelt dich nickend an. Ich glaube, wir sind hier fertig. Bevor die Vultures get to him, figured I should take a reminder. Während er vorzugehen beginnt, wirbelt er plötzlich herum und murmelt, bevor ihn die Geier erwischen. Er geht zu Scuttins Leichnam hinüber, fasst mit einer Hand in den Mund des toten Mannes und zieht mit aller Kraft an. Sehnen und Knorpel reisen, begleitet von Blutströmen, bis er schließlich den Unterkiefer in der Hand hält. Ich dachte, ich sollte mir ein Erinnerungsstück mitnehmen. Als er seine blutüberströmte Trophäe betrachtet, errötet er lächelnd. Herr der Gestalten. Ivarius hat die Parabel gelesen, die auf die Steine im blutigen Sand geschrieben sind. Ja, das hatten wir schon. Auf der Grabinsel sind wir auf Scutin gestoßen, einen weiteren Druiden, der die Gestalt des Helmstergiers annehmen kann. Scutin und Hieravias besitzen Seelen, die sich vom selben Ursprung abgespalten haben. Scutin bestand darauf, festzustellen, wer die stärkere Hälfte sei. Ivarius gewährt ihm den Wunsch und Scutin ist nun nicht länger. Hieravias versteht nun, dass sein Zustand ein Geschenk war, wenn auch ein schmerzliches, und scheint seinen Glauben an Gallowayn wiedergefunden zu haben. Geld, ein Stagierzahn. Mehr gibt's nicht. Na doch. I'm here. Achso, das ist Gattin und der ist leer. Okay. Need something? Need something? Brauchst du was? Fragt er dich mit einer erhobenen Augenbraue. My second favorite. What would you like to know? Nein, er hat nichts Neues zu sagen. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns so gut es geht noch hier unten um. Hi, Schatten. I shall be quiet as a calm sea. Which is not very quiet. Selbst hier auf der Grabinsel wurden Leute verbrannt. Ah ja, wir haben hier Varias Quest abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt dann in unsere Burg zurückkehren. Und hier Varias wieder durch Durins ersetzen. Oh, das ist ein großer Haufen. Ja.
Das ist echt ein großer Haufen. Ich sage sofortiger Rückzug. No! Someone take to the Orlin! Uff. I'm here. Hold our ground! Yeah? Absolutely. Zum Glück hilft wegrennen manchmal. Slow and silent. Weil das hier war jetzt einfach nur wieder pures Chaos wegen der Wegfindung. Oh, eine außergewöhnliche Streitaxt und Kriegsbemalung vom blutigen Sand. Oh, das ist ein schönes Amulett. Ich habe aber, glaube ich, schon was Gutes, oder? Ja, Wahrnehmung 3. Hat sie schon was, was Macht gibt? Ja. Das wird dann nicht beides Macht geben, nein. Dann tauschen wir doch einfach mal. Mhm. Und dann kann er den Umhang des Schutzes haben. Wir machen mal einen Quick Save. Das war nämlich viel zu knapp jetzt. Und ja, sieht echt danach aus, als ob wir auch so da hochkommen würden, ohne dass wir diese Passage hätten freiräumen müssen, aber egal. Ah, Mann, noch mehr Hingerichtete. Also hier ist irgendjemand sehr fleißig mit den Scheiterhaufen gewesen, muss man ja sagen. Ich glaube nicht, dass ich die übernehmen kann, aber... Ja, das explodieren lassen hat ziemlich gut geklappt. Sehen jetzt. Ihr seid ja nur Seelen, oder? My thoughts were dulled. Da! Ja.
Okay, jetzt sind alle wirklich ziemlich stark angeschlagen. I'm here. Ja? Ivaria, stellen wir mal wieder auf den Bogen um. Diese Gewaltigung vom Pissbuch, schleimige Statue, fühlt sich kalt an. Ihre Hörner sehen scharf genug aus, um durch Holz zu schneiden. Ja. Oh, Rastvorräte. Macht und Entschlossenheit. Den nehmen wir mal auf jeden Fall mit. If secrets whisper here, I shall listen for them. The exiled queen. Let's hope that grim countenance bodes well. Die verbannte Königin. Wollen wir hoffen, dass der grimmige Gesichtsausdruck Gutes erahnen lässt? Ja. Jede in diese Vuldika-Statue geschnitzte Falte und Beule sieht schmerzhaft vertraut aus. Fluch des kalten Todes. Im gesamten östlichen Abschnitt werden Tote auf Friedhöfen vergraben und kehren dann als Vampire zurück. Nachforschungen der örtlichen Behörden haben ergeben, dass Beseelerinnen mehrere Gräber vor der Bestattung manipuliert hatten. Die örtlichen Fürsten haben Kopfgelder auf den Unbekannten ausgesetzt, der verantwortlich ist. Die rasante Ausbreitung von Zwischenfällen mit Vampiren lässt aber viele glauben, dass keine Einzelperson hinter den Experimenten steht, sondern eine ganze Gruppe. Ja, das wäre was für Allo. Der ist ja nämlich noch unterwegs. Alof nehmen wir dann später wieder mit. Und ja, ich will es einfach mal kurz machen. Wir könnten jetzt theoretisch das Spiel beenden. Ach ja, Tagebuch wurde aktualisiert. Ich habe die Kiste der Grabinsel. In der Mitte des Hofes der Büßer liegt eine Grube, die so tief ist, dass der Boden nicht zu sehen ist und kein Geräusch zu hören ist. Wenn man einen Stein hineinwirft, der Sturz wäre mit Sicherheit tödlich für jeden, der hineinspringt. Eine große Grube liegt im Schatten der Vuldika-Statue. Kein Licht von der Oberfläche dringt bis zum Boden und dennoch siehst du in den Tiefen ein gespenstisches Leuchten aufflackern. Ein Wind aus der Grube bringt dich ins Schwanken. Er ist nicht kalt, aber dennoch bekommst du Gänsehaut auf den Arm. Der Wind trägt ein Flüstern mit sich, leise und zischend. In die Grube springen. Du springst. Du vertraust auf die Macht und das Wohlwollen unsichtbarer Kräfte, die dich sicher nach unten tragen. Du stürzt schnell hinab in die Tiefe. Innerhalb weniger Sekunden erreichst du die Endgeschwindigkeit und merkst nur noch an dem Wind, der an deinen Ohren vorbeisaust, dass du fällst. Deine Erlösung wird bald kommen, hoffst du. Während du über die Launhaftigkeit von Göttern und verlorenen Seelen nachdenkst, schlägt dein Arm gegen etwas, offenbar gegen die Wand der Grube. Der Schmerz ist unbeschreiblich, doch du wirst von dem Stich der plötzlichen Orientierungslosigkeit abgelenkt. Du drehst dich und dein Magen schlägt Purzelbäume. Endlich siehst du immer wieder etwas aufflackern, ein schwaches Licht, einen großen Kreis, geschlagenen Stein. Du schlägst auf den Boden auf und der letzte kleine Punkt des Himmels, den du oben noch sehen konntest, ist plötzlich dunkel. Summoning your courage, you took a leap of faith into the pit at the summit of the burial isle. The fall seemed to take ages, but then, all at once, the ground rushed to meet you and end your life. Du nahmst all deinen Mut zusammen und sprangst in die Grube. Ja, den Rest müsst ihr selber lesen. Und damit haben wir das Spiel beendet. Nein. Wo ist mein Quicksave? Da ist mein Quicksave. Also ja, es gibt zwei Bad Endings. Das eine können wir nicht mehr kriegen, weil dafür hätten wir Lady Web umbringen müssen. Also wir selber. Und das war das zweite Bad Ending.
Es ist lustig, dass die Entwickler die hier eingebaut haben. Certainly. Also ja, wer mit gesundem Menschenverstand kommt auf die Idee, da reinzuspringen, ohne die Gunst der Götter zu haben.